Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem TIT-Primer zum Thema partielle Differentialgleichungen. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit. In dem heutigen Primer wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, das Sie aus der Mathematik mit Sicherheit schon kennen, das aber vielleicht inzwischen ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und in Vorbereitung auf die theoretische Elektrotechnik ist es vielleicht ganz gut, wenn wir da nochmal reinschauen. Das ist explizit kein Ersatz für die entsprechende Mathematikvorlesung. Die sollten Sie gehört haben. Und Sie können natürlich auch in Ihre entsprechenden Unterlagen nochmal reinschauen. Das Ziel dieses Primers ist lediglich die Auffrischung des Stoffes, und zwar anhand von den partiellen Differentialgleichungen, die in der elektromagnetischen Feldtheorie die größte Rolle spielen. Wir werden insbesondere nur lineare partielle Differentialgleichungen betrachten und auch nur solche bis maximal zur zweiten Ordnung. Die Differentialoperatoren werden hierbei in verschiedenen Koordinatensystemen betrachtet werden müssen. Und von den vielen Koordinatensystemen betrachten wir aber nur drei. Das sind auch die drei, die wir in theoretischer Elektrotechnik verwenden werden. Und zwar die kartesischen Koordinaten x, y, z, wo der Ortsvektor dann einfach x mal ex plus y mal ey plus z mal ez ist. Die Zylinderkoordinaten rho, phi und z mit dem Ortsvektor rho, e, rho. Das e, rho ist dann von phi abhängig. Plus z, ez und Kugelkoordinaten, wo der Ortsvektor einfach r mal er ist. Und das er ist dann von den Winkeln theta und von und phi abhängig. Zu den Koordinatensystemen gleich noch ein bisschen mehr. Wir werden häufig die Koordinaten ansprechen, aber nicht sagen wollen, in welchem Koordinatensystem wir konkret unterwegs sind. Dann nennen wir die einfach u, v und w. Was werden wir heute machen? Kurze Gliederung. Zunächst mal eben schauen wir uns die Koordinatensysteme nochmal an. Dann geht es zunächst um zeitunabhängige partielle Differentialgleichungen, dann um zeitabhängige partielle Differentialgleichungen, dann insbesondere nochmal um den Laplace-Operator, weil das ist der Hauptoperator, mit dem wir hier es zu tun bekommen werden. Wir schauen kurz darauf, was sind eigentlich Randwert- und Anfangswertprobleme und lernen dann zum Schluss nochmal wichtige analytische Lösungsmethoden kennen, beziehungsweise sprechen sie nochmal an, kennengelernt haben sie sie schon in der entsprechenden Vorlesung partielle Differentialgleichungen. Fangen wir an mit den Koordinatensystemen. Die Koordinatensysteme, ich habe schon gesagt, wir betrachten kartesische Koordinaten, Zylinderkoordinaten und Kugelkoordinaten. Die Konvention ist hier nochmal hingezeichnet. Das Koordinatensystem XYZ ist in allen drei Fällen als Referenz auch nochmal hingemalt. Kartesisches Koordinatensystem ist das einfachste. Sie zählen einfach die Koordinaten in Richtung der Achsen XYZ. Das heißt, auch die Einheitsvektoren EX, ey und ez sind fest entlang der Achsen orientiert, sind also konstante Vektoren. Dann werden die Koordinaten einfach entsprechend abgelesen, also zum Beispiel z als die Höhe des Punktes über der xy-Ebene und die anderen Koordinaten entsprechend. Bei den Zylinderkoordinaten ist die Konvention so, dass man den Winkel Phi von der positiven x-Achse aus in Richtung der positiven y-Achse zählt. Rho ist einfach die Länge der Projektion des Ortsvektors auf die xy-Ebene und z ist wie bei kartesischen Koordinaten auch einfach die Höhe über der xy-Ebene. Zu beachten ist hier, die Einheitsvektoren sind nicht mehr alle feste Vektoren, sondern e rho und e phi sind beides Funktionen von phi, verändern sich also je nachdem, welchen Punkt im Raum man betrachtet. Nur noch ez ist ein konstanter Vektor. Bei Kugelkoordinaten ist die Konvention hier diese, dass wir den Winkel phi genauso zählen, wie das auch in Zylinderkoordinaten gewesen ist.
R ist die Länge des Ortsvektors selber, also nicht mehr die Länge der Projektion, wie das bei Zylinderkoordinaten noch der Fall war. Und Theta wird gezählt von der positiven Z-Achse herunter zum Ortsvektor. In dem Falle sind tatsächlich alle Einheitsvektoren nicht mehr konstante Vektoren, sondern vom Punkt im Raum selber abhängig, konkret von den Winkeln Theta und Phi abhängig. Sind also alles Funktionen von Theta und Phi, nur E Phi bleibt eine Funktion nur von Phi selber. Die Eigenschaft, dass im kartesischen Koordinatensystem wir konstante Einheitsvektoren haben, macht man sich häufig zum Beispiel bei Integrationsaufgaben zunutze, indem man dann auf ein konstantes System wechselt. Und dafür muss man natürlich wissen, wie man das macht. Das ist hier unten nochmal kompakt zusammengeschrieben. Wenn Sie also von Zylinderkoordinaten auf kartesische wechseln, dann heißt das, dass Sie hier diese Transformationsvorschrift haben und beim Wechsel von kartesischen Koordinaten auf die Kugelkoordinaten haben Sie diese Transformationsvorschrift. Und zu bemerken ist noch, dass beide Matrizen, die hier auftauchen, sind orthogonale Matrizen. Das heißt, wenn Sie die Transformation mal andersrum brauchen, dann brauchen Sie einfach diese Matrizen nur zu transponieren. Das heißt, die Inverse dieser Matrizen ist gleich der transponierten Matrize. Das gilt sowohl hier als auch hier. Gut, wenden wir uns den zeitunabhängigen partiellen Differentialgleichungen zu. Und wir betrachten zunächst nur skalarwertige Funktionen Phi und F. Mit Phi bezeichnen wir typischerweise die Funktion, die wir auch suchen. Später wird das beispielsweise das Skalarpotential sein. Und F ist die rechte Seite der Differentialgleichung. Beides sind Funktionen vom R3 im Allgemeinen in den Raum der komplexen Zahlen und es taucht auch immer noch mal ein Skalar auf, der ebenfalls eine komplexe Zahl sein kann. Wir betrachten den Laplace-Operator. Das wird der häufigste Operator sein, der in unseren partiellen Differentialgleichungen vorkommt. Und nochmal zur Erinnerung, falls Sie das vergessen haben, der Laplace-Operator, der häufig mit einem solchen Delta-Symbol gekennzeichnet wird, manchmal auch mit dem Nabla zum Quadrat gekennzeichnet wird, ist nichts anderes als die Hintereinanderschaltung von einer Gradientenoperation und einer Divergenzoperation. Das heißt, zunächst bilden Sie den Gradient und dann davon die Divergenz. Mit diesem Operator gibt es drei partielle Differentialgleichungen, die sehr häufig vorkommen. Das eine ist die Laplace-Gleichung. Laplace Phi in Abhängigkeit von UVW ist gleich 0. Das ist also eine homogene partielle Differentialgleichung, weil hier auf der rechten Seite 0 steht. Das zweite ist die zugehörige inhomogene partielle Differentialgleichung. Die wird als Poisson-Gleichung hingeschrieben, bezeichnet. Da verändert sich also nichts anderes, als dass jetzt hier auf der rechten Seite tatsächlich auch eine Funktion von den Ortskoordinaten u, v und w steht. Und die dritte Gleichung, die eigentlich ein Spezialfall der zweiten Gleichung ist, das ist die sogenannte Helmholtz-Gleichung, die die Form hat Laplace Phi plus Skalar mal Phi ist gleich 0. Und dass das ein Spezialfall ist, das sehen Sie natürlich ganz einfach. Wenn Sie diesen Term hier auf die andere Seite bringen, dann wäre das eine Poisson-Gleichung, bei der eben die Inhomogenität gleich minus a mal die gesuchte Funktion phi selber ist. Wir werden später bei den zeitabhängigen partiellen Differentialgleichungen noch sehen, wo das beispielsweise auftauchen kann. Bevor wir das machen, schauen wir uns aber nochmal den Laplace-Operator etwas genauer an.
Ja, ich hatte schon gesagt, wir brauchen verschiedene Koordinatensysteme. Und wenn wir den Laplace-Operator in kartesischen Koordinaten hinschreiben, dann sieht das tatsächlich sehr einfach aus. Das ist der Operator selber. Einfach d2 nach dx² plus d2 nach dy² plus d2 nach dz². Oder wir können das natürlich auch hinschreiben, angewendet auf eine Funktion phi. Dann ist das offensichtlich dieser Ausdruck, der hier steht. Das wird etwas komplizierter, wenn wir das in Zylinderkoordinaten aufschreiben. Dann sieht der Operator selber so aus, wie er hier steht. Und angewendet auf Phi, dann ergibt sich entsprechend dieser Ausdruck hier. Etwas komplizierter, aber natürlich immer noch bekannt. Das heißt, hier kann man auch damit umgehen. Und in Kugelkoordinaten, jo, vielleicht noch ein klein bisschen komplizierter, als wir das in Zylinderkoordinaten gesehen haben. Und hier auch wieder der Ausdruck für den Operator selber und dann das Ganze eben mal angewendet auf die Funktion Phi hingeschrieben. Gut, welche zeitabhängigen partiellen Differentialgleichungen werden wir betrachten? Dafür sagen wir, müssen wir jetzt die Funktion Phi etwas neu definieren. Phi war ja bisher eine Abbildung vom R3 in den Raum der komplexen Zahlen. Jetzt nehmen wir die Zeit mit dazu. Das heißt, wir haben jetzt die Abbildung vom R3 Kreuz R0 plus, also die positiven reellen Zahlen inklusive der 0 in den Raum der komplexen Zahlen. Und das soll eben für die Zeitkoordinate stehen. R0 plus heißt, dass wir eigentlich hier auch nur Zeiten größer 0 betrachten. Da der Nullpunkt aber natürlich an eine beliebige Stelle gesetzt werden kann, es gibt ja keinen absoluten Zeitnullpunkt, ist das ein bisschen eine Geschmackssache, ob man auch negative Zeiten zulässt und hier das dann zu dem Gesamt-R erweitert. Das macht keinen großen Unterschied. Wichtig ist, dass wir uns hier beschränken darauf, dass der Skalar, der gleich auftauchen wird, eine positive Zahl ist. Für die Differentialgleichungen, die wir betrachten werden, ist das der Fall. Und diese Gleichungen sind einerseits die Diffusionsgleichung, genauer gesagt die homogene Diffusionsgleichung, die eben diese Form hat. Das heißt, hier taucht neben der zweifachen räumlichen Ableitung in Form des Laplace-Operators auch noch die einfache zeitliche Ableitung auf, aber eben genau mit dem Vorzeichen, die hier steht. Dafür war es wichtig, dass wir gesagt haben, a ist positiv, damit ist das Vorzeichen hier eindeutig. Und wie gesagt, bei der Diffusionsgleichung taucht hier die einfache zeitliche Ableitung auf. Und das Ganze ist eine homogene Diffusionsgleichung, weil hier die rechte Seite gleich 0 ist. Und genauso wichtig und genauso intensiv beschäftigen wird uns die Wellengleichung hier auch in ihrer homogenen Form hingeschrieben. Und was sich hier formal verändert, ist, dass jetzt nicht mehr die einfache Zeitableitung hier steht, sondern die zweifache Zeitableitung. Und ja, hier kommen wir auch nochmal zurück auf die Helmholtz-Gleichung, weil ein wichtiger Spezialfall bei den Zeitabhängigkeiten ist die harmonische Zeitabhängigkeit, die wir ja, wenn wir Zeiger verwenden, schreiben können als E hoch j Omega t. Und es ist klar, dass dann die einfache partielle Ableitung nach der Zeit übergeht in einen algebraischen Faktor j Omega und die zweite zeitliche Ableitung einfach übergeht in einen algebraischen Faktor minus Omega Quadrat. Und dann stehen hier in den Gleichungen eben keine Differentiale mehr, sondern algebraische Größen. Dafür hat man dann aber komplexe Zeiger. Sie sehen leicht, dass dann diese Gleichungen übergehen in das, was wir vorher als Helmholtz-Gleichungen bezeichnet haben. Wir haben bisher nur skalarwertige Funktionen betrachtet. Und das hat den Grund, weil im Zusammenhang mit Vektorfeldern der Laplace-Operator ein klein bisschen differenziert gesehen werden muss. Häufig ist es aber so, dass wir den Laplace-Operator eben auch auf ein Vektorfeld V anwenden wollen oder müssen. Und das ist in kartesischen Koordinaten x, y, z tatsächlich auch
Vollkommen problemlos. Betrachten wir beispielsweise mal die einfache Laplace-Gleichung. Laplace v ist gleich 0, jetzt also 0 Vektor auf der rechten Seite. Wenn wir das in kartesischen Koordinaten hinschreiben, dann können wir ja den v-Vektor ersetzen durch vx mal ex plus vy mal ey plus vz mal ez. Und jetzt den Laplace-Operator, weil er ein linearer Operator ist, auf jeden Summanden einzeln anwenden. Und außerdem haben wir hier die schöne Eigenschaft, dass die Einheitsvektoren ja konstante Vektoren sind, aber eben nur im kartesischen Koordinatensystem sind alle Einheitsvektoren konstante Vektoren. Das heißt, der Laplace-Operator wirkt hier nur auf das vx, beziehungsweise auf das vy, beziehungsweise auf das vz, sodass ich das in dieser Form einfach hinschreiben kann. Das Ganze soll ja der Nullvektor sein, den ich aber eben auch schreiben kann als 0 mal ex plus 0 mal ey plus 0 mal ez. Und wenn ich jetzt einen Koeffizientenvergleich mache, dann sehe ich, dass da meine vektorielle Laplace-Gleichung einfach zerfällt in drei skalare Laplace-Gleichungen. Das ist also einfach. Da kommt keine zusätzliche Komplikationen hinzu. Das klappt aber so tatsächlich nur in kartesischen Koordinaten. Schauen wir uns das zum Beispiel mal für Zylinderkoordinaten an. Wenn ich Zylinderkoordinaten Rho, Phi und Z habe und das wieder genauso mache, das heißt, ich will mir Laplace Phi anschauen und schreibe Laplace V anschauen und schreibe V erstmal als V Rho mal E Rho plus V Phi mal E Phi plus V Phi mal EZ hin, das kann ich ja machen. Ich habe hier auch die Abhängigkeiten von Phi nochmal direkt hingeschrieben, damit man es wirklich deutlich sieht. Jetzt kann ich natürlich auch den Laplace-Operator anwenden auf jeden einzelnen Summand, aber bei den ersten beiden Summanden habe ich ja zwei Größen, die von Phi abhängig sind, nämlich die Einheitsvektoren auch. Das heißt, ich muss das jetzt nach Produktregel anwenden und bekomme die Ausdrücke, wie sie hier stehen, oder wenn ich jetzt den Laplace-Operator tatsächlich einsetze, dann spielt er jetzt hier nur die Phi-Abhängigkeit noch eine Rolle. Aber neben dem Term beispielsweise hier vorne mit Laplace V Rho E Rho bekomme ich eben auch noch den zweiten Teil den zweiten Summanden nach Produktregel abgeleitet, nämlich das V Rho mal die Ableitung von dem E Rho. Und für E Phi genauso. Und wenn ich jetzt einen Koeffizientenvergleich machen will mit dem Nullvektor, dann stelle ich leicht fest, dass das so einfach nicht mehr geht. Das heißt, das zerfällt nicht mehr in drei skalare Laplace-Gleichungen. Wir werden deswegen auch häufig, wenn wir mit dem Laplace-Operator und Vektorfeldern umgehen, in kartesische Koordinaten gehen, dort vielleicht etwas zeigen und dann sagen, naja, das Koordinatensystem ist ja willkürlich gewesen, also kann ich das, was ich gezeigt habe mit kartesischen Koordinaten, jetzt verallgemeinern. Das muss dann eben auch im beliebigen Koordinatensystem gelten. Es gibt eine zweite kleine Schwierigkeit mit den Laplace-Feldern angewendet auf mit dem Laplace-Operator angewendet auf Vektorfelder. Und das führt uns auch zu einer Operator-Identität, die wir an der Stelle dann direkt mit einführen können, weil sie sehr, sehr wichtig ist. Und dafür gehen wir nochmal zurück auf die Definition des Laplace-Operators. Der Laplace-Operator ist ja die Hintereinanderschaltung von zunächst Ausführung des Gradienten und dann Ausführung der Divergenz. Wenn wir den Gradientenoperator auf einen Skalar anwenden. Das nennt man auch einen Tensor nullter Stufe. Ich weiß, Sie wissen nicht, was Tensoren sind, aber der Begriff wird jetzt trotzdem fallen. Dann, wenn ich das auf ein Skalar anwende oder auf ein Skalarfeld anwende, dann kommt ja ein Vektor bzw. ein Vektorfeld heraus. Und ein solches Vektor oder ein solcher Vektorfeld ist ein Tensor erster Stufe. Es geht also in der Stufe um 1 nach oben. Wenn ich jetzt den Gradient auf einen Vektor oder ein Vektorfeld anwenden würde, der ja selber schon ein Tensor erster Stufe ist, dann käme daraus ein Tensor zweiter Stufe. Das ist eine doppelt indizierte Größe, sowas wie eine Matrix, aber eben nicht genau eine Matrix.
Und das ist problematisch, weil Sie ja noch kein Tensorkalkül kennen. Sie werden es wahrscheinlich auch in Ihrem Studium nicht kennenlernen. Also müssen wir damit ein klein bisschen umgehen. Und dafür gibt es eine wichtige Operatoridentität. Das ist die, die hier unten steht. Nämlich, was ist Rot-Rot? Rot-Rot ist nichts anderes als Grad-Diff minus Diff-Grad. Und Diff-Grad ist genau das, was uns interessiert. Das heißt, Rot-Rot ist nichts anderes als Grad-Diff minus Laplace. Oder anders ausgedrückt, wenn ich das umstelle, Laplace ist gleich Grad-Diff minus Rot-Rot. Und hier habe ich dieses Problem nicht. Wenn ich das auf einen Vektor anwende, dann wird die Rotation aus einem Vektorfeld wird wieder ein Vektorfeld sein. Nochmal die Rotation angewendet, bleibt ein Vektorfeld. Divergenz auf ein Vektorfeld angewendet, wird ein skalares Feld und Gradient auf ein skalares Feld angewendet, wird wieder ein Vektorfeld. Kommt also ein Vektorfeld raus, so wie es auch sein soll, aber eben in diesem Fall ohne Umweg über Tensoren zweiter Stufe. Und diese Operatoridentität ist aber aus einem anderen Grunde auch wichtig, nämlich Sie werden noch lernen, dass beim Entkoppeln der Maxwell-Gleichungen der Weg eigentlich immer ist, dass man Rot-Rot macht. Das heißt, wir nehmen eine der Rotationsgleichungen, es gibt zwei Gleichungen, zwei Maxwell-Gleichungen, in denen die Rotation auftaucht. Und der Standardweg zum Entkoppeln ist immer, dass man eine dieser Gleichungen nimmt, noch einmal die Rotation anwendet, die andere Gleichung dann einsetzt und dann zusammen mit den anderen beiden Gleichungen feststellt, dass es dann entkoppelt. Dafür ist diese Operatoridentität eben auch sehr wichtig. Das heißt, Rot-Rot gleich Grad-Diff minus Laplace, das können Sie sich auf jeden Fall schon mal merken. Und das wird auch der Weg sein, wie bei uns dann die Laplace-Gleichungen oder Poisson-Gleichungen oder Wellengleichungen oder Diffusionsgleichungen überhaupt erst ins Spiel kommen. Kommen wir als nächstes auf Randwertprobleme. Und hier zunächst mal auf die zeitunabhängigen Randwertprobleme. Also wir betrachten zeitunabhängige partielle Differentialgleichungen und da eben Randwertprobleme. Was ein Randwertproblem ist, das wird deutlich, wenn man nochmal zurückgehen zu den gewöhnlichen Differentialgleichungen. Ich werde die typischerweise abkürzen mit ODE, Ordinary Differential Equation. Und wir nehmen mal als Beispiel eine zweite Ordnung. Die Partiellen, die wir eben betrachtet haben, waren ja auch alle zweite Ordnung. Eine ganz einfache wäre zum Beispiel zweite Ableitung von f. Gibt jetzt nur eine Variable, die heißt jetzt hier u, sei 0 auf dem Intervall von a nach b. Und die Lösung kennen Sie natürlich. Wenn die zweite Ableitung gleich 0 ist, kommt dann eine Gerade raus. Ne? Das heißt, die Lösung hat die Form erste Konstante mal u plus zweite Konstante. Und um die Konstanten zu bestimmen, brauchen Sie eben Randwerte. Und das heißt, Sie können die Konstanten so bestimmen, dass Sie entweder an beiden Seiten des Intervalls die Werte vorgegeben haben. Es geht auch, dass Sie an einer Seite den Wert vorgegeben haben und an der gleichen Seite einen Wert für die Ableitung vorgegeben haben. Es geht auch, dass Sie einen Wert an einer Seite und die Ableitung an der anderen Seite vorgeben. In dem Fall ist die Ableitung ja überall gleich, von daher ist auch klar, dass das keinen Unterschied macht. Es geht auch, dass Sie den Wert an der zweiten Seite und die Ableitung an der ersten Seite vorgeben. Es geht auch, dass Sie den Wert an der zweiten Seite und auch die Ableitung an der zweiten Seite vorgeben. Das geht also alles. Was nicht geht, ist, dass Sie an zwei Seiten eine Ableitung vorgeben. Die ist dann entweder gleich, dann hilft es Ihnen nicht. Oder sie ist ungleich, dann ist es ein Widerspruch. Aber Sie sehen schon, Sie haben viele Möglichkeiten und es läuft immer darauf hinaus, dass Sie zwei Angaben haben, zwei Werte oder eben auch Aussagen über die Ableitung. Und die Ableitung, das ist hier ja relativ klar, das ist natürlich immer die Veränderung in Richtung des Lösungsgebietes. Das wird uns helfen beim Verständnis, warum das bei partiellen Differentialgleichungen jetzt gleich eine bestimmte Form annimmt. Wenn wir jetzt partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung betrachten, dann haben wir ja Lösungsgebiete, die jetzt entweder Flächen sind, wenn wir,
nur zwei Ortsvariablen betrachten, im Allgemeinen wird es ein Volumen sein, wenn wir wirklich drei Ortsvariablen betrachten. Und das, was bei dem Intervall die Randpunkte waren, das entspricht jetzt entweder der Umrandung der Fläche, wenn wir zweidimensional arbeiten, also der Rand der Fläche, oder eben die Oberfläche des Volumens. Das ist dann sozusagen der Rand des Volumens, wenn wir drei Variablen haben. Und dieser Rand, der offensichtlich eine Rolle spielt, das nennen wir O von V, wenn V das Lösungsgebiet ist. V kann jetzt auch eine Fläche sein, dann würden wir es trotzdem O von V nennen. Was der Wert auf dem Rand ist, das ist klar. Ich könnte also vorgeben, wie sind die Werte auf dem Rand, und es ist allgemein verständlich, was damit gemeint ist. Was entspricht jetzt aber eben der Ableitung, die wir eben hatten? Jetzt haben wir ja mehrere Ableitungen, die ins Spiel kommen können. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Veränderung in Richtung des Lösungsgebietes. Und die Veränderung, das beschreibt uns der Gradientoperator. Der liefert uns ja die Veränderung eines Feldes. Richtung des Lösungsgebietes, in Richtung des Lösungsgebietes, dazu können wir den normalen Vektor des Randes nehmen. Das ist also auf jeden Fall etwas, was senkrecht auf dem Rand steht, entweder auf der Fläche oder auf der Berandungslinie. Und wenn ich diese beiden Informationen habe, ich kenne den Gradient und ich kenne die Richtung des Randes oder normal zum Rand, dann kann ich damit die normalen Ableitung von der gesuchten Lösung einführen. Das ist einfach der Gradient, aber eben dann projiziert auf diesen normalen Vektor, also n skalar multipliziert mit dem Gradienten. Das ist die normalen Ableitung. Und manchmal schreibt man das auch einfach als d-Phi nach d-Vektor n. Das ist eine verkürzte Schreibweise. Was man zeigen kann, und das hier nur zur Erinnerung, in der Mathematik haben Sie das bestimmt gemacht, ist, dass Sie eine Lösungsexistenz und auch Eindeutigkeit haben, wenn auf der Oberfläche von V, auf der gesamten Oberfläche von V, entweder Dirichlet'sche Randbedingungen gegeben sind, das heißt, Phi ist auf der Oberfläche bekannt, oder Neumannsche Randbedingungen gegeben sind, das heißt, die normalen Ableitungen ist auf der Oberfläche bekannt. Und es darf auch gemischte Fälle geben, dass also an manchen Punkten der Wert bekannt ist und an anderen Punkten die normalen Ableitungen bekannt ist. Aber es muss auf jeden Fall an jedem Punkt eins von beidem vorgegeben sein. Aber es darf auch nicht an einem Punkt beides vorgegeben sein. Das würde wieder im Allgemeinen zu Widersprüchen führen. Das Anfangswertproblem bei zeitabhängigen partiellen Differentialgleichungen ist jetzt eigentlich nicht viel anders. Ich könnte ja sagen, ich habe ein n-dimensionales Randwertproblem und jetzt kommt einfach noch eine Dimension hinzu, sodass wir ein n plus ein-dimensionales Problem auf dem ursprünglichen räumlichen Lösungsgebiet haben und dann plus der positiven Zeitachse. Diese Randwerte bezüglich des Volumens, die räumlichen Randwerte, die können natürlich explizit gegeben sein, so wie vorher auch, dass ich also sage, auf dem Rand gibt es bestimmte Werte für die Funktion selber oder für die normalen Ableitungen der Funktion. Es kann aber auch sein, dass die Randwerte implizit gegeben sind über Randbedingungen, die zum Beispiel aus den Maxwell-Gleichungen folgen. Das ist auch ein sehr häufiger Fall. Und zusätzlich benötigt man dann eben noch für diese zeitliche Dimension Anfangswerte, also zum Beispiel Werte von Phi von UV, W müsste das hier heißen, UVW T gleich 0, deshalb Anfangswert, und oder der zeitlichen Ableitung zum Zeitpunkt 0 für alle UVW Element des Volumens. Das sind dann einfach Anfangswerte. Ein kurzes Wort noch dazu, wie löst man das Ganze dann? Wir werden analytische Lösungsmethoden in der theoretischen Elektrotechnik dann intensiver betrachten. Aber damit Sie schon mal eine Ahnung haben, vielleicht ein paar Bemerkungen zu den wichtigsten analytischen Lösungsmethoden vorab.
Das erste ist vielleicht, dass wir häufig die Symmetrie nutzen werden. Symmetrie bedeutet, viele Probleme, die wir betrachten, werden entweder invariant unter Translation oder unter Rotation sein. Und aus diesen Invarianzen folgt dann manchmal, dass unsere Lösung gar nicht von allen Koordinaten, sondern eventuell im Idealfall nur noch von einer Variablen abhängig ist. Und dann geht unsere partielle Differentialgleichung über in eine gewöhnliche Differentialgleichung, die dann viel einfacher zu lösen ist. Das nächste ist, dass wir mittels Fourier- oder Laplace-Transformation an das Problem rangehen. Das haben wir ja eben bei der harmonischen Zeitabhängigkeit schon kurz diskutiert. Wenn wir in den Fourier- oder in den Laplace-Raum gehen, also in den Bildraum gehen, dann werden aus unseren Differentialoperatoren algebraische Faktoren und die partielle Differentialgleichung wird dann zu einer algebraischen Gleichung im Bildraum, die wir hoffentlich lösen können. Das Problem ist, dass wir die natürlich, wenn wir sie dort gelöst haben, auch wieder rücktransformieren müssen in den Ursprungsraum. Das ist aber trotzdem etwas, was man sehr häufig macht. Sehr beliebt ist auch der Weg über Green'sche Funktionen, sogenannte Fundamentallösungen zu gehen. Und das ist eigentlich auch sehr einfach zu verstehen, wenn wir ein allgemeines Problem haben mit einem linearen Differentialoperator L. Bei uns ist das eben häufig der Laplace-Operator. Wenn wir einen linearen Differentialoperator haben, angewendet auf unsere gesuchte Lösung, gleich einer rechten Seite f von r. Und wenn wir mal annehmen, wir würden die Green'sche Funktion kennen. Die Green'sche Funktion hängt von zwei Koordinaten ab, r und r'. Wenn wir sie kennen, was heißt das, was heißt das, wir würden sie kennen? Die Green'sche Funktion ist die Lösung, die gehört zu diesem Differentialoperator L und ist die Lösung zu einer speziellen rechten Seite, nämlich die, wenn hier die Delta-Funktion oder besser gesagt die Delta-Distribution steht. Also L angewendet auf G ist gleich Delta von R minus R'. Das heißt, die Green'sche Funktion ist die Lösung zu diesem Laplace-Operator und dieser rechten Seite, die die Delta-Distribution ist. Wenn das so ist, wenn man die kennen würde, dann hat das den großen Vorteil, dass wir dann die Lösung der ursprünglichen Gleichung direkt hinschreiben können als ein solches Integral. Also Green'sche Funktion. Im Integral steht dann eben die Green'sche Funktion und die ursprüngliche rechte Seite selber. Das heißt, damit wird auch klar, warum das Fundamentallösung heißt. Mit dieser Fundamentallösung können wir eben die Lösung für beliebige rechte Seiten dann generieren. Die gehört zu dem Operator dazu. Gegebenenfalls spielen Randbedingungen noch eine Rolle, aber das lernen wir dann später noch kennen. Also Green'sche Funktionen, ganz wichtig. Was man auch häufig macht, ist, dass man die Lösung einfach ansetzt. Ansatz heißt ja immer zielgerichtetes Raten. Ich weiß also schon so ungefähr, was rauskommt, setze das dann allgemein an und schaue, ob es funktioniert. Und ein wichtiger Ansatz ist der Produktansatz, häufig auch Separationsansatz oder Ansatz nach Bernoulli genannt. Da würde man die gesuchte Lösungsfunktion U, V und W ansetzen als Produkt von Funktionen Groß U, Groß V, Groß W, die ihrerseits nur von einer Variablen abhängen. Die Hoffnung ist dann, wenn man das einsetzt in die partielle Differentialgleichung, dass die dann zerfällt in ein System von gewöhnlichen Differentialgleichungen, das wiederum schneller zu lösen ist oder einfacher zu lösen ist als das Ursprungsproblem. Und für Randprobleme sehr häufig die sogenannte Bildladungsmethode. Macht man eine Überführung des ursprünglichen Randwertproblems in ein offenes Ersatzproblem. Offenes Ersatzproblem heißt, ich transformiere das Problem auf ein solches, das überhaupt keinen Rand mehr hat. Das hat dann auch keine Randwerte oder nur noch allgemeine Randwerte im Unendlichen. Zum Beispiel für Skalarpotential wird man häufig annehmen, dass es im Unendlichen beliebig klein wird.
Und ein solches offenes Ersatzproblem ist dann viel, viel einfacher. Dazu muss man aber geeignet zusätzliche Quellen so platzieren, dass die Randwerte des ursprünglichen Problems automatisch erfüllt sind. Ja, dazu werden wir aber dann später natürlich noch mehr machen. Das soll es für jetzt sein. Weitere Informationen finden Sie wie immer auch auf der Webseite, wo Sie sich gerne informieren können. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute.